Und das geht weiter mit Tom Clancy's The Division. Das Spiel fortsetzen, würde ich sagen, oder? Oder nochmal komplett neu anfangen? Nee, fortsetzen. So. Mal schauen, was wir heute so erledigen. Prozent. 85. 90. Und es wird immer langsamer. Und plötzlich bei 100. Okay, wir starten hier. Im Safe-House. Ausstattungshändler. Was bist du? Wer bist du? Niemand. Hä? Hier ist auch niemand. Hier haben wir schon Agenten finden, keine Spieler suchen. Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Die besten Angebote der Stadt. Du Scheiße. Nee, ich bin da, wenn sie sich umentscheiden. Werd mir so wenig wie möglich kaufen. Ich suche einen Belohnungshändler. Ich habe vorhin erst gelesen, dass man seine ganzen Sachen, die man per Code eingegeben hat oder aus dem Club, dass man die nur per Dings Händler bekommt. Was ich eben gesagt habe, Ausstellungshändler. Nicht Ausstattungshändler, Belohnungshändler, Mann. Ich werde hier noch irre bei den ganzen Händlern. Okay, ich werde nicht irre, ich bin schon irre, aber ich werde noch irrer als vorher. Muss ich wohl in dieser einen Basis da nachgucken. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Und der Bot schreibt gleich wieder, dass der Stream losgeht. Yay. Aber auch ein bisschen spät, finde ich. Okay, wir haben hier Kampf, wir haben da einen Kampf. Dort gibt es einen Nebeneinsatz. Hier gibt es einen Nebeneinsatz. Da gibt es Stoff. Das haben wir schon gemacht. Operationsbasis, da müssen wir eigentlich erstmal hin. Und dann habe ich auch mal nachgeguckt, man muss irgendwo auch GPS an aus. Wie geht das? L. Habe ich wohl irgendwie ausgemacht, ohne dass ich wusste, dass es das gibt. Ich hätte das niemals freiwillig ausgemacht. So, jetzt sehen wir auch wieder den Weg, wo wir hin müssen. Kann ich dir irgendwie helfen? Das kam unerwartet. Danke. Ja, klar. Unerwartet. Wie geht's denn? Mach ich aber auch nur, weil ich dafür Erfahrung krieg.
erstmal alles umschmeißen hier. Was meinen die denn? Hör damit! Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Ich sorge dafür, dass die hungrig bleiben, okay? Warum wollen sie das tun? Was soll ich tun? Was? Mit wem reden? Warum sollte ich hier mit jemandem reden? Ich bin nur froh, dass noch keiner in die Polizeiakademie gezogen ist, die reinste Festung. Hey, haben Sie mal eine Sekunde? Nein, habe ich nicht. Ich suche den Belohnungshändler. Waffenhändler, hey, Ausstattungshändler. Modshändler. Bei den Schüsseln sollen überall Rikers sein. Ich dachte, wir wären tot. Fertigungsstation. Nur die Leute, die das eh nicht gepackt hätten. Besser Sie als ich. Eher sollst du sterben als ich. Ich weiß nicht, worauf der jetzt hinaus wollte. Hey, will sie mal was nicht verpassen? Okay, was will der? Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan und zwar vor allem... Weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen. Damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß verwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Vorräte. Kann ich hier irgendwas machen? Einsatz entdeckt, okay. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Ja, es ist klar. Wurde mir schon angezeigt, als ich einen anderen Flügel ausgebaut habe. Großartig. Jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir endlich richtig arbeiten. Gut gemacht. Schießstand, Hundestaffel. Wachposten. Vorteilsbelohnungen. Schießstand, Durchschlagskraft, verzweifelte Lage, Rückholspezialist, eine ist keine, ein Kopfschuss auf einen Gegner bietet eine Chance von 50% die Kugel nicht zu verbrauchen. Aha. Infoentdeckung. Wenn jemand alle Nebenmissionen und Kämpfe in einer Zone abgeschlossen sind, werden alle Aufklärungsdaten auf der Karte enthüllt. Das klingt doch mal ganz vernünftig. Werde ich Bronze bauen. Das ist fantastisch. Endlich eine Einrichtung, um die Hundestaffel zu erweitern. Das macht es uns leichter, gefangene Zivilisten und Militärverstecke zu orten. Ich blick hier gar nicht durch.
Da. Zu dem will ich doch. Cool. Sieht so aus, als hätten wir ein ordentliches Lagezentrum gefunden. Wir können die Operation für Midtown von hier aus planen. Telefonaufzeichnungen nicht gefunden. Ist der oben? Wahrscheinlich eher nicht. Techflügel kann ich nicht. Da geht nichts. Vermisstagenten nichts gefunden. Ach da. Gar nicht gesehen. Die Preise werden Ihnen zusagen. Auf jeden. Der hier auf jeden Fall. Polizeikappe, alles Stufe 1. Wir brauchen Sie. Denken Sie immer daran. Also ist irgendwas stärker als 2248 von den Waffen? Natürlich nicht. CBRN-Rucksack. Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Nationalgarde-Rucksack. Rüstung 70. Höhere Attribute plus 50 Rüstung. Den nehme ich doch. Einlösen. Aber hier die ganzen Waffen? Nicht wirklich. Denken Sie dran, Umtausch ausgeschlossen. Was will der? Umtausch ausgeschlossen? Wieso das? Hey, ich weiß doch, dass Sie das interessiert. Wir brauchen Sie. Denken Sie immer daran. Wo sehe ich meine jetzigen Werte? Wollen Sie von da hinten irgendwas kaufen? Charakter. Wir brauchen Sie. Denken Sie immer daran. Dark Zone Rang. Was darf ich Ihnen zeigen? 0 von 125 oder was? Scheiße. Nee. Halstücher. Dass Sie was kaufen wollen. Sehen Sie sich der hatte doch Halstücher. Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Spotschal oder Motorradpolizeischal? Nimm mal einen Spotschal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, falsche Taste. Was haben wir denn hier?
Na gut. Talente. Munition. Sie wollen sich was gönnen? Hey. Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Ein ist keine Vorteile. Steigert den Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10%. Okay. Alle Nebenmissionen und Kämpfe in einer benannten Zone. Ist das hier eine Zone? Hier ist auch schon alles erledigt. Oder da ist nichts drin. Außer ein Safehouse. Ich würde sagen, gehen wir hier hin und arbeiten uns hier dann komplett um die Map rum. Oh mein Gott. Allen nix, mein Gott, hier. Ich glaub, da draußen ist jemand. Du meinst zur Hilfe? Das ist keine Hilfe, Baby. Wir gehen mal in die Dark Zone. Wir müssen diese Basis von jetzt an sich. Zeigen Sie es denen. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Das war sehr uneigennützig. Was? Warte. Cargojacke. Kann ich mal vorher sehen, wie das Ding aussieht? Okay, nehmen wir. Genau das habe ich gesucht. Bringt sie um! Das war eine Leiche. Boah. Einfache Jacke. Ist klar. Was will ich mit einer einfachen Jacke? Einfache Jacke hatte ich doch vorher schon, oder? Ne, moderne Parka. Moderne Kaugummi, einfache Jacke. Das ist einfache Jacke. Ne, die ist mir zu einfach. Die andere Jacke, die wir haben, ist auch einfach. Ohne Sie wären wir ziemlich im Arsch. Kommen Sie. Ja, benutzt ja eh keiner mehr. Natürlicher Aufwand. Voll.
Waren wir hier nicht schon mal? Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie auf... Warnung, Biogefährdung. Kontaminierter Bereich wird betreten. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Agent, ich verliere... Was? Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Abholbereich entdeckt. Ich werde sowieso gleich wieder irgendwo von hinten abgeballert. Hier ist keiner, oder? Was ist da auf der Karte zu sehen? Was ist das hier? Das sind aber keine echten Menschen. Was soll 14? Ist klar. Sprinter. Was ist das? Stufe 14 ist klar, ne? Ich komme da rein mit Dark Zone Stufe 1 und stehe vor einem Level 14er. Ja, gefährlicher Teil von Manhattan, PvP, bla bla bla. Das war kein PvP, das war NPC-VP. Scheiße. Das sind aber auch NPCs, oder? Ich glaube mal, kein Spiel auf der Welt würde so aussehen wollen wie die. Au. Was ist das?
Zwischenbindung wurde aufgelöst. Was? Sie sind jetzt als Abtrünniger gekennzeichnet. Wieso? Was habe ich gemacht? Ich habe auf jemanden geschossen, der nur in meine Richtung gerannt ist. Die sind als Abtrünniger gestorben, ist klar. Hallo? Geht's weiter? DZ Spielerklasse 1 bis 14. Ist klar, dass ich dann gleich vor. DZ macht keinen Spaß. Ernsthaft, was soll das? Bestätigt. Abtrünnigenstatus nicht länger aktiv. Was ist das? Herrgott nochmal! Packt sie! Wo ist der? Alter, er schießt hier auf mich. Alter, ist klar, ich habe sowieso nichts Besseres zu tun, als mich noch mit anderen Spielern anzulegen. Was soll das? Man hat in der Dark Zone überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Wenn man gleich vor NPCs mit Level 14 steht und dann auch noch andere Spieler, die sowieso schon die ganze Zeit Dark Zone spielen und nichts anderes als Dark Zone spielen. Alter, ist klar, wo kommt ihr denn alle her? Level 14 Sprinter. Was ist das? Wenn ich irgendwo neu reingehe, dann möchte ich bitte auch fair behandelt werden. Jetzt hat sich auch wieder jemand Granaten einsetzt.
Was war das? Gar nichts. Das war keine Ratte. Alter, ich komme ja nicht mehr an den vorbei. Unterstütz mich mal! Wir haben das! Jetzt kriege ich gleich einen Treffer ab und bin wieder tot. Was ist das? Ist ja noch schlimmer, wie wenn man eine Mission spielt, wo man eigentlich noch nicht zugelassen ist. Was ich noch nie gemacht habe. Und trotzdem. Ich war schon mal mit 2 Schuss down und das hat schon genervt. Stadt werden wir uns krallen. Deine Mutter werde ich mir krallen. Achtung! Natürlich daneben. Und der weiß, wo ich bin. Was ist das für ein Arschloch. Nee, Dark Zone macht überhaupt keinen Spaß hier. Was ist das? Wie soll man da ordentlich erstmal ein paar Level schaffen? Level 1 hat man hier überhaupt nichts zu melden. Ich will den abschießen, ey. Der einzige, den ich abschießen könnte. Nee, nie wieder Dark Zone. Das ist einfach nur unfair. Was die Cleaners wie die Fliegen anlocken dürfte. Ich glaube. Vorsicht, das folgende Gebiet wird nicht von Ordnungskräften überwacht. Kehren Sie sofort um. Die Sicherheit von Zuwiderhandelnden kann nicht gewährleistet werden. Da muss man wohl erst Level 1 Milliarde haben, bevor man ja Dark Zone überhaupt einen Gegner abschießen kann. Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Toll, jetzt muss der in die scheiß Gaswolke rein, um zu gucken, was der fallen lassen hat. Entdeckt. Feindpräsenz entdeckt. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Noch mehr. Oh.
Waffen sind ausweichen. Alle Infizierten müssen brennen. Echt, wir wollen der hier. Nur selber schwer. Sieht die Infiziert aus. Es darf niemand entkommen. Sprengt ihr kommt von der anderen Seite. Wow. Die sind ja wenigstens noch auf meinem Level. So, von hier bin ich gekommen, alles klar. Irgendwo hier müssen die Schlüssel sein. Zivilisten sind sicher. Oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Raus, damit ich rein kann. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Hey, du kannst auch weg. Sie sehen mich sprachlos. Öffnen. M4 Polizeiversion, habe ich das Ding nicht schon? Oh mein Gott, allen die. Werde ich mal die Mods von dem Ding hier entfernen. So. Alles leer. Als Schrott markieren. Zwei Waffenteile. Okay. Die SPS wird höher, aber Rüstung sinkt. Zwei Stoff. Okay, werde ich jetzt erstmal alles zerlegen, was wir nicht verwenden. Sicherheitsrucksack. Haftgranatenschaden, Objektstufe. Wohl auf die Rüstung kommt es erstmal drauf an, ne? Kein Objekt in dieser Kategorie.
habe wirklich nur die Waffen dabei. Verminderte Bedrohung. Magazinmods habe ich noch keine. Bringt das irgendwas irgendwo? Ist einfach nur für Design oder was? Ach, jetzt habe ich glaube ich Scheiße gebaut. Okay. Wo geht's hier raus? Okay, ich glaube schon, ich habe mich verlaufen. Habe ich dann wohl doch nicht. Nebeneinsatz. Agent, wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht. Bitte manifestieren Sie diesem Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, Agent. Ich muss meine Chakren reinigen. Ist ja gerade eine Zeitung davon geflogen. Nicht gehört. Ach nein, falsche Taste. Keine Bedrohung gefunden. Ich dachte schon. Muss ich hier irgendwo rein? Oder runter? Da liegt jemand. Weiter. Es ist zu riskant, nur die offensichtlich Kranken zu eliminieren. Die meisten Leute sind so dreckig. Zieh sie da ran. Habt ihr ein Problem? Ich stelle.
Du machst es dir nur selber schwer, einen Job zu erledigen. Machen wir unsere Arbeit! Ach, jetzt bin ich auf die Dingstaste gekommen. Kaffee. Ich hab das große losgezogen. Was? 8 Säcke Kenia Doppel A. Grün, trocken. Können nicht älter als ein paar Monate sein. Kaffeeboom. Bist du irre? Ist Wahnsinn, oder? Ich hab auch einen gasbetriebenen Röster. Du liebst doch französische Röstung. Wie zum Teufel hast du... Ach, egal. Ich bin gleich da. Waffenteil entdeckt. Hier? Da. Wir haben überhaupt keinen Schaden in von der Explosion. Alter, hört auf! Wie soll man von da komplett jetzt von vorn oder was? Nee. Vergiss es. Okay, jetzt wird mir doch nur noch ein Ziel angezeigt.
mein früheres Leben in die Decke werden. Hat doch nichts fallen lassen. Jetzt muss ich wieder zurück. Der ist aber schon hier unten, ne? Noch weiter unten, alles klar. Die Stadt verdient es, in Flammen aufzugehen. Wie sind wir hier noch reingeraten? Vergiss nicht, was wir hier leisten. Mann! Geh um die Ecke! Alter! Warum geht ihr immer automatisch um die Ecke? Realität transzendiert haben. Frieden und Segen, Agent. Seien Sie die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Stufe 7.
Hier ist alles leer. Aha. Was kann ich hier einfügen? Auch nicht so viel. Gar nichts. Gar nichts und gar nichts. Nee, Lebenspunkte wird mir zu wenig. Fertigkeitenstärke, keine Ahnung, was mir das bringen soll. Also lassen wir es. Erstmal. Okay, das sieht gut aus. Telefonaufzeichnung entdeckt. Und toll, dann lass mich mal hier durch die Wand. Kann ich auch nichts machen. Jetzt wieder runter. Hier geht's auch. Echo. Ich gehe nochmal in die Dark Zone. Eine Level höher. Vielleicht kann ich jetzt mal was reißen. Es spielt eh keine Rolle mehr, wohin wir gehen. James, du klingst wie jemand, der schon mit einem. Danke. Jetzt werde ich wohl doch noch länger leben. Schon gut. Sie müssen nicht. Ja, 5 Minuten wird er jetzt länger leben. Ich will endlich mal in der Dark Zone irgendwie weiterkommen, als nur auf Level 1 rumzuhängen. Aber es scheint auch irgendwie nicht weniger als Stufe 14 Leute dort zu geben. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone.
Hier ist aber auch kein anderer. Ach, ich bin schon fast Level 2, wie geht das? Levelt man hier, indem man stirbt? Mehr als die Hälfte habe ich ja schon. Wie oft bin ich hier verreckt? Ich weiß es nicht mehr. Wer ist das? Klar, ein Schuss und tot. Ich wollte nur gucken, wer das ist. Und nicht mich abschießen lassen. Es wurde mir nichts angezeigt, habe ich mal auf den geschossen. Cool, dass man sich so an den Rand schleichen kann. Dark Zone Händler. Zone 1 bis 14. Ist klar. Nein, ich glaube, ich habe irgendwie Erfahrung verloren. Warum sind denn noch Dark Zone eigentlich NPCs? In der Beta waren doch keine NPCs, oder? Oh, ist klar! Nee, in der Dark Zone ist überhaupt nichts. Kannst du überhaupt nichts machen. Was ist das eigentlich hier? Hörte da ein Kopf in Manhattan? Die kranken Bastarde wollten sicher erschossen werden. Ist das gut, draußen zu sein. Achtung! Sich nicht verstecken! Oh, du siehst ziemlich aus. Ist klar, dass sie auch gleich wieder auf mich losgerannt kommen, ne? Einfach so. Alter, bleib auf Abstand, ey! Oh, wieder nur ein Schuss und... Was ist das? Ne, vergiss es. Das ist arschlos. Wie sollst du da irgendwie vorankommen? Man überlebt ja nicht mal einen Schuss. Nee. Dann ist hier erstmal Schluss für heute. Wenn ich weiß, wie man in der Dark Zone weiterkommt, werde ich vielleicht nochmal was versuchen, aber... Ich glaube eher nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das Zeug, das...